Verrücktesten Geschichten aus dem Leben einer Kosmetikerin, das ist eine Story. Hör gut zu, damit dir das nicht auch passiert. Die Geschichte ist wahr, die Namen sind erfunden, let's go! Und like doch dieses Format, wenn es dir gefällt. Die Geschichte handelt von Michelle. Michelle macht gerade eine Ausbildung und da lernt sie so ein Mädchen kennen, was nicht so viele Freunde hat. Das Mädchen hat Geburtstag und Michelle sagt, was machst du heute Abend an deinem Geburtstag? Hast du irgendwas Spannendes vor? Und sie sagt, nee, ich habe irgendwie, also mit mir will sich irgendwie keiner treffen heute, ich weiß nicht, ist egal, ich feiere nicht. Und Michelle guckt sie so an und denkt sich, Mann, Alter, eigentlich kein Bock, aber ich biete ihr das mal an. Ich möchte nicht, dass sie alleine ist und sagt dann so, hey, weißt du was, wollen wir nicht deinen Geburtstag zusammen verbringen? Gesagt, getan, gehen die beiden in den Club und feiern, haben übertrieben viel Spaß. Im Club trifft diese Freundin einen alten Kumpel, der mit einem anderen Kumpel auch noch da sind. Also nochmal so zwei Typen. Die chillen also zu viert, haben voll Spaß, so, sie kennt den noch von früher, die albern ein bisschen rum und dieser Kumpel von dem Kumpel war voll Michelles Typ. Optisch voll ihr Ding, sie stand auch voll auf Südländer, so dieser ausländische, exotische Flair war voll ihr Ding. Und sie fand den halt so cute. Beide fangen an zu quatschen, haben voll viel Spaß und es geht ihnen gut und sie führen auch einfach gute Gespräche. Weil Michelle auch schon so ein bisschen angetrunken war, hat er so gesagt, ey, weißt du was, ich fahr dich mal heute lieber nach Hause. Bis hierhin könnte man denken, alles cute. Beide laufen also zu ihm nach Hause, nehmen sich seine Autoschlüssel und er fährt sie dann quasi nach Hause. An ihrer Haustür angekommen, gibt es sogar auch noch einen Kuss. Die beiden tauschen Nummern aus und verabschieden sich. Relativ schnell häuft sich der Kontakt, die beiden sind immer am Start, immer am Telefon. Schlafen zusammen ein, wachen zusammen auf, haben einfach sehr, sehr engen Kontakt. Die beiden treffen sich immer häufiger und irgendwann sitzen sie so im Auto auf dem Burger King Parkplatz und er sagt zu ihr, weißt du was, Michelle, ich habe wirklich Gefühle für dich, ich finde dich super interessant. Ich möchte, dass du meine Freundin bist, aber dir muss klar sein, du bist deutsch, ich bin Perser. Er heißt übrigens Amon. Meine Eltern machen nicht alles so mit, wie du es dir vorstellst. Das mit uns beiden wird definitiv nicht einfach werden. Sie sagt zu ihm aber, ey, ist okay. Ich meine, wir gehen es einfach an und wir gucken, wie sich alles entwickelt. Sie freut sich natürlich auch insgeheim, dass er nicht irgendeiner ist, der sie nur so zum Spaß haben will, sondern er meint es schon wirklich ernst mit ihr. Die beiden treffen sich immer häufiger und sie ist halt auch regelmäßig bei ihm zu Hause. Und irgendwann fällt ihr auf, dass es im Zimmer eine Wickelkommode gibt. Natürlich fragt sie ihn und sagt, ey, von wem ist diese Wickelkommode? Du hast nicht ganz zufällig ein Kind? Und er sagt, nein, bist du verrückt? Nein, ich habe kein Kind. Mein Bruder hat ein Kind, er hat eine Tochter und die kommen ab und zu vorbei und deswegen habe ich die hier einfach stehen. Michelle wollte unbedingt mit ihm zusammenziehen in eine neue Wohnung. Er guckte sie an und sagte zu ihr, ey, ich will das auch. Ich meine es auch ernst mit dir, ich will das unbedingt, aber meine Familie wird mir Hals und Bein brechen, das geht einfach nicht. Er guckt sie an und sagt zu ihr, weißt du was, wenn ich mit dir zusammenziehe, werden meine Eltern den Kontakt zu mir abbrechen. Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, ist, wir behaupten, ich bin im Knast gelandet. Michelle guckt ihn so an und sagt, das ist die einzige Möglichkeit, die du siehst? Ja, Michelle, das ist die einzige Möglichkeit. Und dann sagt sie, okay, weil sie auch verliebt ist, sie sieht es nicht, sie denkt sich einfach, schön mit diesem Typen aufwachen, einschlafen, das ist so ihr Traum. Er erzählt also seinem Bruder, ey, ich habe Scheiße gebaut, es geht um Steuern, ich muss in den Knast, ich weiß nicht, wie lange ich bleibe. Und zieht aber parallel mit Michelle zusammen. Witzigerweise kann der Bruder ihn aber ortet ihn und sieht halt diese neue Adresse. Wer hätte das gedacht? Natürlich findet der Bruder ihn dann und kommt mit der Mutter, dem Onkel, dem Cousin vor die Haustür von Michelle. Die klopfen an die Fenster, an die Tür und sagen, macht auf, ihr werdet sonst sehen, was ihr davon habt. Wir wollen unseren Sohn zurückhaben. Macht auf, was soll das hier, was habt ihr dem erzählt? Weil die halt auch denken, der Sohn ist verrückt geworden. Die denken, Amon hat einfach nicht mehr alle Tassen im Schrank. Amon und Michelle sind also zu Hause und denken sich, okay, geht einfach und so geben keinen Mucks von sich. Und irgendwann sind die Eltern dann auch gegangen. Aber Michelle hatte extrem Schiss. Vor allem, als sie so krass laut gegen die Fenster klopfen. Sie hat einfach voll Panik gehabt. Die beiden gehen also zur Gemeinde, um sich umzumelden, dass er dann quasi auch auf ihre Adresse gemeldet ist. Bei der Gemeinde sagt die Frau so, ja, er hat ja ein Kind. Was ist mit dem Kind? Michelle guckt so und sagt, er hat ein Kind? Wie, er hat ein Kind? Ja, er hat ein Kind. Also, hier ist eine Tochter angemeldet. Sie ruft ihn sofort an und sagt, Amon, du hast ein Kind? Du sagst mir jetzt sofort die Wahrheit. Er sagt zu ihr, nein, das stimmt nicht, das ist nicht mein Kind, das ist das Kind meiner Cousine und ich habe die Vaterschaft nur anerkannt, damit sie nicht abgeschoben wird, damit das Kind auch hier bleiben darf. Das ist nicht meins. Ich bin nur auf Papier der Vater. Und Leute, wenn man verliebt ist, dann glaubt man einfach alles. Die Monate vergehen und er versteht sich auch wieder gut mit seinen Eltern und integriert sie so langsam in seine Familie mit rein und sie lernt auch seine Eltern kennen und die verstehen sich
immer besser und besser, auch wenn ein angespanntes Verhältnis trotzdem da ist, vor allem von seiner Mutter ausgehend. Für beide war übrigens auch klar, dass sie Kinder haben wollen. Also haben sie sich ein Datum gesetzt und haben gesagt, weißt du was, ab jetzt versuchen wir auch ein Kind zu bekommen. 2019 wurde sie dann auch schwanger und hat 2020 einen gesunden Sohn auf die Welt gebracht. Durch Michelle hat er einen neuen Job bekommen, den er aber relativ schnell wieder losgeworden ist. Er hat sich daneben benommen und wurde gekündigt. Und dann ist er quasi ins Familienunternehmen eingestiegen, musste aber regelmäßig ins Ausland dafür fliegen. Und wenn er dann im Ausland war, war er halt auch mehrere Wochen nicht da. Als ihr Sohn dann auf die Welt gekommen ist, ist er direkt danach 3 Wochen ins Ausland mit seinen Eltern gegangen. Und sie fand das schon komisch und die Familie von Michelle war auch richtig sauer. Und die meinten, ey, du hast gerade entbunden und jetzt geht er? Sie hat aber immer nichts gesagt, sie hat den Mund zugemacht, weil sie gesagt hat, okay, schließlich muss er ja auch Geld verdienen. Ist dann halt so. Mittlerweile vergehen Tage, Wochen, Monate und die Ausreden werden immer seltsamer und seltsamer. Der Typ ist einfach im Ausland und kommt nicht zurück nach Deutschland. Er hat dann auch so Stories erfunden und gesagt, ja, mein Cousin hat Corona, jetzt sind wir alle infiziert, wir können nicht zurückkommen, es geht gerade einfach nicht. Und Michelle ist halt einfach mit dem Neugeborenen alleine zu Hause. Irgendwann war er auch eine ganze Woche nicht erreichbar. Er hat sie einfach nicht zurückgerufen, hat sich einfach nicht bei ihr gemeldet. Also richtig crazy. Michelle hat auch irgendwann so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben und dachte sich, ey, der Typ hat mich einfach verarscht. Sie ist also auf TikTok unterwegs und sieht so von meinen Kontakten, aber da steht kein Name. Sie sieht ein Profil, wo dann so eine Collage als Profilbild ist, wo eine Frau mit einem Kind ist und dann Amon mit dem gleichen Kind. Girlfriend-Boyfriend-mäßig oder Frau-Mann-mäßig. Sie sieht also dieses Bild und das macht sie natürlich schon so ein bisschen stutzig und sie denkt sich, wer ist das? Sie schickt also so eine Freundschaftsanfrage und die Person lehnt ab. Sie stellt nochmal eine Anfrage, die Person lehnt wieder ab. Und zu dem Zeitpunkt hat Michelle selber kein Profilbild drin gehabt. Also denkt sich Michelle, ey, weißt du was, ich mach mal ein Profilbild rein. Sie ist schlau. Sie macht also ein Bild von ihm und ihr rein und in dem Moment nimmt die Person direkt die Anfrage an. Parallel hatte Michelle auch sehr, sehr guten Kontakt zu seinem Cousin. Und der Cousin von Amon war verheiratet mit einer ganz, ganz sympathischen Frau. Und die Frau und Michelle verstanden sich sehr, sehr gut. Sie erzählt es also der Frau und die Frau sagt, ey, probier es weiter. Wir müssen herausfinden, was dahinter steckt, was da los ist. Probier es ruhig weiter, bitte. Die Person schreibt dann Michelle und sagt, wer bist du? Michelle sagt, ich bin die Freundin Michelle von Amon. Wer bist du? Und sie sagt, kann nicht sein. Ich bin seit 5 Jahren mit ihm zusammen und wir haben eine Tochter. Die beiden telefonieren und tauschen sich aus und sie sagt, Amon ist hier. Wir sind bei seinen Eltern zu Hause. Die sind gerade irgendwie einkaufen, aber ich bin hier mit meiner Tochter, ich warte auf die. Und Michelle sagt, kann doch nicht sein. Ich denke, er ist im Ausland. Er meldet sich die ganze Zeit nicht bei mir. Das Gespräch wurde dann unterbrochen, weil er wieder mit seiner Familie nach Hause gekommen ist. Es gab auch von ihr keinen Rückruf. Also ist Michelle um 21 Uhr zu Hause und denkt sich, was passiert hier? Warum verarscht mich diese Familie so krass? Für sie war klar, ich habe jetzt nur eine Möglichkeit. Ich steige ins Auto und fahre zu ihm und zu seinen Eltern. Seine Eltern wohnen in der nächstgelegenen Stadt. Sie steigt ins Auto, nimmt das Kind mit und fährt richtig wütend dahin und denkt sich, ich werde diese Bude jetzt abfackeln. Sie kommt da an und ruft ihn an und sagt, komm sofort hier runter, ich stehe vor der Haustür. Die. Sie ist so bam, 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 direkt hupe, so sie ist Außer sich. Er komplett geschockt. Was machst du hier? Warum bist du jetzt hier? Was ist hier los? Hast du den Kleinen etwa auch dabei oder was? Und sie sagt, willst du mich verarschen? Was machst du hier? Du sagst zu mir, du bist im Ausland. Dabei bist du um die Ecke oder was? Ich warte, wir haben ein 5 Monate altes Kind. Was ist hier los? Und selbst da hat er Ausreden und hat ihr erzählt, das ist meine Ex-Freundin, meine Mutter hat sie hierher geholt, ich habe kein Kind, was erzählst du für einen Stuss hier, das ist Schwachsinn alles, hör auf mich zu manipulieren. Michelle hat angefangen zu weinen, ist ins Auto gestiegen und meinte, weißt du was, ich fahre jetzt mit meinem Sohn heim, du überlegst dir mal jetzt, was du willst. Willst du uns? Hast du etwas? Verheimlichst du was? Überleg dir ganz genau, was du mir erzählst. Ich gebe dir einen Tag Zeit und dann reden wir in Ruhe. Sie ist nach Hause gefahren und hat die Frau von seinem Cousin angerufen, die sie auch so ermutigt hat, gesagt hat, hey, stell noch eine Anfrage, mach noch eine Freundschaftsanfrage. Hat sie angerufen und hat ihr alles erzählt. Und die meinte zu ihr, weißt du was, Michelle, ich mag dich wirklich. Und ja, mein Mann ist dein Cousin, aber ich bin auch eine Frau und ich habe auch einfach ein Herz und eine Seele. Ich werde dir sagen, was Sache ist. Michelle denkt sich so, wie sie wird mir sagen, was Sache ist. Weiß sie jetzt mehr als ich oder was? Er hat die Tochter bekommen, als er neu mit dir zusammengekommen ist. Die Nacht im Club, da war seine Tochter gerade ein paar Tage alt.
Er versteht sich mit seiner Freundin nicht gut. Die beiden haben ständig Streit und es gibt immer Probleme. Er führte ein Doppelleben. Weil sie sich ständig gestritten haben, war sie ständig bei ihren Eltern zu Hause. Die Wohnung, in die du anfangs ein- und ausgegangen bist, mit dem Kinderbett, mit der Wickelkommode, das war seine und ihre Wohnung. Und es war die Wickelkommode seiner Tochter. Ich wollte sie schon die ganze Zeit sagen, er ist einfach ein Problem für die ganze Familie. Die Familie hat mich aber immer böse angeguckt, als ich ausgerastet bin und wir alle darüber geredet haben. Sie sind nicht ganz dicht. Ich sag dir das alles aber extrem, extrem vertraulich, weil du weißt es jetzt durch mich und jeder wird wissen, dass ich es dir gesteckt habe. Bitte bring's dich dazu, dass ich wegen der Sache auch Probleme mit meinem Mann bekomme. Michelle hat es auch nie jemandem gesagt, weil, seien wir mal ehrlich, er hätte sich auch wieder rausgeredet. Und heute lebt Amon immer noch mit seiner Ex- noch Freundin zusammen. Die leben auch glücklich. Aber viele sagen Michelle regelmäßig, er liebt nur dich. Er liebt dich wie keine andere. Vor ein paar Wochen hat er ihr auch geschrieben und ihr gesagt, wenn ich könnte, würde ich die Zeit zurückdrehen. Die beiden sind jetzt fast 2 Jahre getrennt und durch diese Erfahrung lässt sie halt auch keinen mehr an sich ran. Dennoch hat diese Geschichte ein wundervolles Ende. Sie hat nämlich einen Sohn, auf den sie richtig stolz ist und mit dem sie ihr Leben teilt. Was haltet ihr von dieser Geschichte? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Wenn ihr so verrückte Bedtime-Stories für mich habt, dann schickt sie mir per Mail an info@skinmeeting.de. Besos!